Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir und zwar meine Make-up Collection und das ist in mehreren Parts aufgeteilt. Das heißt, ja, ihr seht jetzt dieses Intro jedes Mal, bevor ihr einen Teil meiner Make-up Collection seht. Und nur so vorab, ich weiß, ich habe extremst viel Make-up und es ist nichts, wo ich sage, oh, ihr müsst das auch haben oder so. Es ist einfach, Make-up macht mich glücklich, Make-up ist einfach, ich weiß nicht, ein Riesenteil meines Lebens und ich liebe Make-up und ich weiß, dass niemand auf dieser Welt so viel Make-up braucht, aber es ist mein Geld, ich habe entschieden, mit meinem Geld Make-up zu kaufen und ja, ich liebe meine Make-up-Collection, auch wenn ich weiß, es ist zu viel, aber ja, es macht mich glücklich. Ja, das kann ich dazu sagen, aber ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video, aber genau, das wollte ich nur noch sagen. Also wie gesagt, ihr braucht bitte, verspürt nicht den Druck. Oh mein Gott, jetzt muss ich auch so viel Make-up. Nein. Nein, gebt euer Geld aus, was euch glücklich macht. Und wenn das Make-up ist, sicher kauft ihr eine Lidschattenpalette. Also wie gesagt, tut's das, was euch glücklich macht. Und bei mir ist es halt Make-up. Das macht mir Spaß. Ich liebe Make-up, wie man unschwer erkennen kann. Und ich hoffe, euch gefällt meine Make-up-Collection. Ich wollte mal eine Serie machen, wo ich euch mein ganzes Make-up zeige und let's do it. Das heißt, ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen und abonniert meinen Kanal, das würde mich voll freuen. Und lasst vielleicht auch ein Like da oder kommentiert mir auch was Schönes. Was sagt ihr, was gefällt euch in meiner Collection? Let me know. Und jetzt viel Spaß beim Gucken. Let's continue. Und zwar habe ich hier auch noch diese Cookie-Palette. Wie gesagt, ich finde die sehr, sehr cute, aber ich glaube, das ist nicht meine favorite qualities. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht. Von Juvia's Place, The Nubian Glow. Die sind sehr, sehr cute. Da glaube ich aber, da war irgendwie mein Video irgendwie zerstört und hat nicht den ganzen Make-up-Haul gefilmt. Aber wie gesagt, das weiß ich gerade jetzt nicht. Dann haben wir von Too Faced das Cinnamon Swirl. Die gibt's. Too Faced macht eigentlich mittlerweile eigentlich, ja, also sehr viel nur noch so Weihnachts-Collections. Ich glaube, die verkaufen sich halt sehr gut und deshalb machen die jetzt noch weiterhin weiter. Dann haben wir The Chocolates by Juvia's Place. So sieht die aus. Auch eine schöne Palette. Dann haben wir The Violets by Juvia's Place. Auch eine schöne Palette. Und ich finde eigentlich fast alle meine Paletten, also fast alle Paletten in meiner Collection schön. Aber dann haben wir Elva 2. Die hat noch das Plastik oben. Dann haben wir die Blueprint bei Melt. Auch eine richtig coole Palette. So sieht die aus. Richtig, richtig cool. Dann haben wir The Morphs by Juvia's. Wunderschön. Dann haben wir Naked Cyber von Urban Decay. So sieht die aus. Die gibt es jetzt noch eine neuere von Urban Decay, überlege ich gerade. Oder ist das die letzte Naked? Ich glaube, oder? Oder bin ich jetzt ganz falsch? Ich weiß es nicht. Dann habe ich auch von Jeffree Star Cosmetics die Pricked Palette. Die mit so einem schönen Taschenformat. Also mit so einem schönen Clip-Ding. Und so ist die Palette an sich auch. Schöne, schöne Herbstpalette. Dann habe ich hier noch zwei solche Cookie-Chipped Paletten. Die rote hier einmal. Ich glaube, sind es fünf rausgekommen oder waren es vier? Ich glaube, vier. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dann die Cookie. Weiß ich nicht, wie die jetzt heißt, aber so sieht die aus. Die haben sehr, sehr viele Schimmertöne auf jeden Fall. Dann haben wir von Morphe und Ashley Strong die Palette. Die finde ich auch richtig, richtig cool. Schöne Palette. Ich weiß nicht, habe ich nicht auch diese Creme Eyeliner? Ah ja,
da drüben sind. Die, warte, ich zeige es euch gleich. Da, die habe ich gemeint. Und zwar sind das so Cake Liners. Gibt man eben Wasser dazu und dann aktiviert man die. Finde ich richtig cool. Dann haben wir von Revolution diese Crazy Chicken Palette. Und da so ist die, die hat noch ihr Plastik, aber das ist so eine warme Neutral Palette. Ich habe auch, das ist glaube ich jetzt die, ist das die große? Ich glaube, das ist die große und da gibt es noch eine kleine. Dann eine Riesenpalette. Die ist, das ist glaube ich die größte Palette, die ich in meiner Collection habe, glaube ich sogar. Die ist riesengroß. Vor allem, ich dachte, die ist so klein. Ich dachte, die ist so eine ganz normale Größe. Aber nee, 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 liebe Leute. Das ist ein gigantisches Teil. Das sind natürlich auch jetzt Face-Töne drin, aber die ist riesig, riesig groß. Da haben wir noch ein paar von diesen Say It Out Loud, glaube ich, war die Collection, so war der Name. Das ist so eine Wand. Und dann haben wir die, diese grüne, auch sehr cool. Und dann diese pinke, sehr, sehr coole Paletten. So, my friends, es geht weiter mit dem Eyeshadow Game. Ich habe jetzt mich auch schwer verletzt. Ich habe mir den Finger eingezwickt. Aber ich würde sagen, wir machen weiter. Und zwar habe ich hier von iHeart Revolution Rose Fizz. Gucken wir mal. So sieht dieses Prachtstück aus. Auch eine wunderschöne Palette, kann man wirklich nichts sagen. Dann habe ich von Revolution die Forever Limited Allure Palette. Die ist wunderschön. Ich finde die so schön. Ist die nicht toll? Ich finde die schon sehr, sehr, sehr hübsch. Die habe ich aber auch noch nicht benutzt, aber ich finde sie sehr hübsch. Das ist eine schöne Palette. Aber auch die sind sehr, sehr schwer. Also keine Reisepaletten. Das ist diese Friends Palette, wo man eben die mit Stickern bekleben kann. Das habe ich auch noch nicht getan. Aber ich werde da schon irgendwann dazukommen. Aber ich finde auch die, ups, das sind die Sticker übrigens. Finde ich auch sehr cool. Die sind ein bisschen schwer zu öffnen manchmal, diese Forever Flawless Paletten. Aber meistens schaffe ich... Warte, man muss manchmal auch so... Uch, die war jetzt echt schwer. Aber so sieht die aus. Ist wunderschöne Rainbow Palette. Wunderschön. Und wie gesagt, ich finde die Forever Flawless Formulierung mag ich persönlich sehr, sehr, sehr gern. Aber eine wunderschöne Palette, oder? Dann haben wir die Forever Flawless, die Extra Chilled Limitless. So, voilà. Und ja, so sieht die aus auch. Wenn man Grüntöne mag, ist das, glaube ich, ein Traum von Grün. Wir haben auch drei Glitzertöne drinnen. Wunderschön. Wunderschön. Sehr, sehr, sehr hübsch. Diese großen Forever Flawless Paletten finde ich sehr, sehr hübsch. Die sind schon... Die sind schon sehr, sehr nice. Dann habe ich von Revolution die Patricia Bright. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die mal in den Sailor gattern können. Und ich finde auch die wunderschön. Das ist auch eine Collaboration eben mit Patricia Bright. Ich persönlich kenne sie nicht, aber ich finde ihre Palette sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich habe, glaube ich, auch, habe ich nur eine Patricia Bright oder könnte es sein, dass ich noch eine andere habe. Aber es kann auch sein, dass ich nur eine habe. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Dann haben wir die Glow. Da bin ich mir hundertprozentig, dass ich die im Sale ergattern konnte. So sieht die aus. Wunderschön, oder? Tolle Palette. Da sind sehr, sehr viele Schimmertöne drinnen, aber ich finde die schon schön. Und vor allem im Sale, also man kann halt Revolution auch wirklich sehr, sehr günstig kaufen. Wenn man nicht immer das sofort das Neueste vom Neuesten haben möchte, dann kann man da wirklich billig was sich holen. Und das ist ja, finde ich persönlich, sehr praktisch. So, dann haben wir hier von Beauty Bay die New Romantic Palette. Das ist, ich glaube, ist die zum Valentinstag rausgekommen. So sieht die aus. Wunderschön, oder? Tolle Palette. Richtig hübsch. Aber Beauty Bay, sind die Paletten sind sehr, sehr, sehr schön. Die sind ja auch extremst beliebt. Ich weiß nicht, wo sie ihre Paletten formulieren, aber die haben eine wirklich tolle Formulierung. Also, und auch finde ich auch die Farbzusammenstellungen, die sie machen, sind sehr innovativ und ja, gefallen mir eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir die ABH Norvina Collection, die Palette. Da fliegt mir gleich das Ding raus. Und so sieht die Palette aus.
wunderschön mit diesen lila Tönen. Ich glaube, so, ups, ich glaube, so haben sich viele Leute gewünscht, dass die Original Novina Palette ausschauen würde. Aber ich finde die sehr, sehr schön, wunderschön. Und dann haben wir von Friends noch dieses kleine Chicken Head hier, das ist in klein. Und so sieht das aus, auch very, very cute. Die sind super, super leicht, also das wiegt gar nichts. Aber ich finde es super lustig und es ist sehr, sehr cute. Das war ja diese Thanksgiving Collection und ja, ich finde es sehr cute. Ist eine lustige Palette, ja. Und bis jetzt finde ich eigentlich, also ich habe ja auch eine Review dazu gemacht zu den Friends. Zu der Friends Collection, ich glaube zur ersten. Und ich war mit der Qualität eigentlich recht zufrieden. Dann habe ich hier von Udens Ei und Angelika Nyquist die Hela Palette. Ist so lustig, dass ich dann in den schwedischen Akzent komme. Das ist irgendwie lustig. Und dazu gibt es auch eine Review auf meinem Kanal. Das heißt, wenn euch das interessiert, guckt es da gerne vorbei. Wunderschöne Palette, aber richtig schön. Ich finde auch, es ist eine schöne Frühlingspalette jetzt. Sehr, sehr schön. Aber dann wollte ich auf jeden Fall das Cover behalten. Ich habe jetzt auch das kleine Kärtchen behalten, was da mitgekommen ist. Vielleicht werde ich das noch weggeben, aber dabei habe ich so ein Set mir bald aufgehoben. Dann habe ich die ganzen von iRevolution, diese ganzen Book-Paletten. Und ich kann nur sagen, ich bin kein Riesenfan davon, aber ja, ich habe es jetzt. Ich finde sie vom Packaging sehr hübsch. Ja, aber ich finde halt sie jetzt nicht super, super special. Das ist jetzt die Snow White and Seven Dwarfs Palette. Diese Mini-Palette. Und man kann damit Look schminken, aber es ist nicht meine Favorite-Formulierung. Sie sind sehr, sehr powdery. Sie sind sehr, sehr schlecht pigmentiert. Jetzt kommt die Sonne, meine lieben Leute. Hier haben wir dann die Cinderella-Palette. Finde ich auch. Ich finde, ja. Ja, sie sind schwer. Sie sind schwer. Ich werde versuchen, davon jetzt keine mehr zu kaufen, auch weil ich so viele schon habe. Schau, lookt. Da ist einfach ein Blush rausgeflogen. Den haben sie einfach nicht gescheit reingeklebt. Oh je, jetzt verliere ich ihn ja auch noch. Sehr tolle Qualität hier. Das muss ich mir aber irgendwie aufschreiben, dass ich weiß, dass der locker ist. Ja, gut. It is what it is. Also so sieht die Palette. Also an sich finde ich diese Blush-Töne eigentlich sehr, sehr toll. Jetzt ist gerade der eine rausgeflogen, aber gut. Ja, ich finde aber trotzdem die Palette ein bisschen komisch. Dann haben wir hier die Beauty and the Beast. Also die Qualität ist halt einfach. Ich verstehe es. Ich so Ursula am Verzweifeln, weil ich so gerne hätte, dass das so tolle Paletten wären. Aber ja, ich glaube, das ist halt auch viel so. Ich meine, ich finde das Packaging und wenn man die dann halt auch so in seinem Buchregal zum Beispiel hinstellt, so finde ich das schon schön. Findet ihr das nicht? Ich finde das schon schön, wenn ich das dann so hinstelle. Aber ich meine, dafür kauft man normalerweise halt auch keine Lidschattenpaletten, um sie dann ins Bücherregal zu geben. Aber das ist dann die Aladdin-Palette. Aber mir gefällt das Packaging schon. Ich finde, das sind schöne Paletten so. Aber ja, die Qualität ist eine andere Geschichte. Dann hole ich mir hier noch einen kleinen Haufen her. Aber was wollte ich noch sagen? Genau, aber es ist ein bisschen difficult. So, da habe ich gleich, die machen wir gleich auf. Und zwar ist es die Rose Quartz von Huda Beauty. Die ist ja sehr, sehr, sehr schön. Die habe ich noch nicht sehr lange. Wunderschön, oder? Ich weiß nicht, Huda Beauty, es ist echt spannend. Weil Huda Beauty zieht mich halt einfach so an. Es gibt einfach so gewisse Marken, die mich einfach so, ja, magisch anziehen. Bei Huda Beauty sind es einfach also wirklich nur die Lidschatten. Sonst ist jetzt nichts, was. Die Parfüms hab ich auch versucht zu bestellen, aber das durfte ich nicht. Das durfte ich irgendwie. Das ging irgendwie nicht. Aber dann habe ich von Revolution X Pride. Ja, die habe ich auf jeden Fall auch im Sale gekauft. Das hat jetzt da kurz unterbrochen. I'm sorry. Dann habe ich hier, machen wir die noch, die von Melt Cosmetics. Und zwar ist es die Amore y Mariposa. Und da finde ich es so schön. Seht ihr das beim Packaging? Das hat so ein Samtelement. Ist das nicht toll? Ich finde das schon sehr schön, dass sie das gemacht haben. Sowas fällt mir halt auf. Ich sehe das sofort. Da haben wir eben die Amore X oder I Mariposa. Sehr schön. Schöne Palette. Wirklich schön.
Ja, aber auch mal was anderes für Melt Cosmetics. Aber ja, ich finde, da merkt man halt einfach die Qualität. Ich finde, Melt bringt es einfach richtig gut rüber, die Qualität. Also es wirkt immer sehr teuer. Es ist auch sehr teuer. Also es wirkt nicht nur teuer, es ist auch teuer. Dann haben wir von Kaleidos die Futurism Electro Turquoise Palette. Und ich wollte davon an und für sich alle haben, aber die gab es dann irgendwie nicht mehr. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr geguckt, ob es die wieder gibt. Aber das gucke ich dann, wenn ich mal eine Bestellung mache. Aber momentan bin ich recht zufrieden mit meiner Kaleidos Collection. Aber auch eine coole, coole Palette. Die sind ja auch mit denen dann groß geworden. Aber von Kaleidos hat man jetzt auch schon länger nichts mehr gehört, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Also gucken wir mal, ob die dann wieder was Neues rausbringen. Dann haben wir von Revolution die Forever Dynamic Shield Palette. Das ist eben diese Mini-Version. Also ich glaube, ich habe. Schau, da kommt als nächstes noch so eine Chilled Palette. Das wirkt so, als wäre ich so der riesen Gras-Fan, aber. Es ist einfach nur, weil ich die Paletten schön finde. Ich finde diese Grüntöne, da haben wir diese grünen Pastell und die Neutrals, finde ich sehr schön. Ich hoffe, die sind auch gute Qualität, aber bis jetzt waren die Forever Flawless eigentlich immer sehr, sehr gute Qualität. Aber ich finde die auch sehr, sehr, sehr hübsch. Das Packaging, ja, ich kann damit leben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ist das toll. Dann habe ich von iHeartRevolution die Tasty Pumpkin Spice Latte. Und das ist eine richtige. Ich finde, das Packaging ist schon so richtig herbstlich. Also, es ist echt ein Wahnsinn, wie gewisse Produkte mich einfach in so Stimmungen versetzen können. Und hier bin ich gerade in Herbststimmung. Aber es sind leider nur Schimmertöne in dieser Palette drin. Aber ich bin mir sicher auch, dass die sehr gute Qualität ist, weil die Tasty-Paletten an und für sich sehr, sehr, sehr gut sind. Die mag ich sehr gern dran. Dazu gibt es auch eine Review auf meinem Kanal und zwar die Elf. Und ich liebe die Elf-Paletten bzw. Collection. Und hier ist es so, dass wir vier, waren es vier genau, vier in eins bekommen. Ich weiß gerade nicht, wie ich euch das zeigen soll. Das ist gerade die Aufgabe meines Lebens. Und so seht ihr das jetzt irgendwie? So sehen die aus. Cool aber, oder? Ich meine, es ist ein bisschen so ein Spiel, wie man das dann benutzen soll. Aber irgendwie auch finde ich es cool. Ist mal was anderes. Ich finde es immer cool, wenn man mal was Innovatives macht. Und das war für Revolution was Innovatives. Also ich finde, das haben sie sehr cool gemacht. Die Elf Collection generell hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die finde ich wirklich, wirklich gut. Nice. Das war, glaube ich, die erste Revolution Chocolate Palette in Tin. Tin ist Metall, gell? In Metall. Und ich versuche das gerade hier aufzumachen. Das ist auch gerade eine Challenge, so. Und ich fand die eigentlich recht cute. Sie hat mich aber persönlich, ich weiß nicht warum, aber es hat mich so ein bisschen so auch erinnert an so die ersten Chocolate-Paletten. Also eher mehr so ein bisschen going back to the old days. Natürlich auch das Packaging ist so wieder so normale Schokolade und so. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben sie es auch nur aus marketingmäßig gemacht, dass sie jetzt Tint sind, aber an und für sich ist es dasselbe, ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier von Jeffree Star Cosmetics die Star Ranch Palette. Die ist sehr, sehr, sehr tacky. Also die ist super kitschig. Findet ihr das nicht? Ich finde die ist so kitschig. Ich finde aber das Innere sehr, sehr schön. Das ist eine richtig so grungy blau. Finde ich irgendwie sehr cool. Aber ich meine, das Packaging ist sehr kitschig. Aber es ist irgendwie lustig. Aber die bitte ich euch auch. Die gibt es, glaube ich, auch im Sale. Also kauft die bitte nicht regulär. Ich glaube, ich habe sie regulär gekauft. Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt eine neue Taktik. Ich werde es nur noch im Sale kaufen, damit ich mein Geld für andere blödsinnige Sachen kaufen kann. Also es sieht wirklich aus, als hätte ich eine Hautkrankheit, Leute. Also ich habe keine Hautkrankheit, für die es nicht wissen. Und nichts, die Shade gegen Hautkrankheit, da kann man ja nichts dafür, weil das ist einfach Selbstbräune und der kann was dafür. Warum ist der so hässlich? Leute, irgendwann werde ich einen schönen Selbstbräuner haben. Dann haben wir von Juvia's Place
den Nude, so, finde ich auch sehr schön. Ist auch, finde ich, sehr, sehr, sehr frühlingsmäßig. Schöne, schöne Palette. Noch mehr Lidschatten. Und zwar beginne ich hier gleich von Jeffree Star Cosmetics, haben wir die Weirdo Palette. Und so sieht die aus. Finde ich, ist auch eine coole Palette. Ist jetzt nicht super specialiges eigentlich, aber die finde ich auch cool. Da finde ich auch das Packaging irgendwie cool. Sehr Halloween-mäßig. Also, ja. Also, die würde ich jetzt nicht im Sommer benutzen, sage ich jetzt mal so. Also, das ist für mich so Halloween-Oktoberzeit. Da sage ich, da würde ich zu dieser Palette persönlich greifen. Dann haben wir von Glam Light die Icy, oder? Icy. Die Icy Blue Raspberry Palette. Wunderschön. So eine Duochromatic Palette. Sehr hübsch, oder? Sehr, sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr, sehr. Ja, ich mag Duochromatic Paletten. Ich weiß, es gibt, glaube ich, 100.000 Duochromatic Paletten schon auf dem Markt. Aber ich kann einfach nicht genug haben von Duochromatic Paletten. Ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Und hier haben wir die Cherry Palette in Rot. Auch sehr, sehr, sehr hübsch. Ich habe noch von Glamless sind ja auch diese Kisses rausgekommen. Die werde ich dann, Hershey's heißen die, Hershey Kisses, glaube ich eh. Und die werde ich dann nächstes Mal bestellen, wenn Glamlight wieder was mit einem neuen, mit was von neuem rauskommt. Und dann möchte ich immer eine Review auch zu den neuen Produkten machen. Und dann möchte ich dann auch die Hershey Kisses bestellen. Aber jetzt dabei mache ich jetzt keine extra Bestellung dafür. Aber ich möchte sie auf jeden Fall auch in meiner Collection haben, weil ich finde die auch sehr cute. Dann haben wir hier von Too Faced die Gingerbread Spice Mini Palette. Auch sehr, sehr schön. Super erfolgreich sind sie auch mit den Gingerbread Spice Paletten. Die haben sich ja sehr gut verkauft. Und glaube auch generell, dass sich diese Winterpaletten von Too Faced einfach sehr, sehr gut verkaufen. Und deshalb gibt es auch jedes Jahr eine. Ich kaufe auch jedes Mal eine. Also ich kaufe sie jedes Mal. Also von dem her. Dann haben wir von Natasha Denona die Sendo Palette. Die habe ich noch nicht getestet. Aber sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus. Aber von Natasha Denona und die Pastels Palette würde mich auch interessieren. Aber ich weiß noch nicht. Es sind so viele Paletten, die mich eigentlich interessieren, dass ich fast schon so überfordert bin. Dann haben wir hier von PH Cosmetics. Da ist noch eine von diesen Sade Paletten. Dann haben wir die Mini Orgy von Jeffree Star Cosmetics. Und so sieht die aus. Die hat so, die hat nur Schimmertöne. Die habe ich mir ja beim Douglas gekauft. Die gab es dann nämlich, weil die gab es nur beim Douglas. Bei Beauty Bay gibt es die gar nicht mehr. Die wurde ja reformulated. Also die erste Formulierung war angeblich grottig und deshalb habe ich sie auch damals nicht bestellt. Und dann habe ich sie jetzt beim Douglas habe ich sie gefunden, habe mir gedacht, dann kaufe ich sie jetzt beim Douglas einfach, weil ich wollte schon die ganze Collection haben. Dann die Angel Energy von Makeup Obsession. So. So sieht die aus. Auch eine spannende Palette. Vielleicht werde ich die auch in meinem Getestet dann irgendwann erwähnen. Wie gesagt, es gibt ein System in meiner Collection, hinterfragen wir nicht, aber es gibt ein System. Dann haben wir von Revolution, und zwar die Batman Palette. Die finde ich eigentlich auch recht cool. Ich finde das auch cool, dass die so sleek ist, also dass das wirklich nur so, es ist fast so ein mattes Schwarz, also sehr cool. Ja, kann man machen. Dann machen wir die zwei Kaya Paletten. Und zwar ist es einmal die Golden Bronze Palette. Ups, da fliegt schon alles. So sieht die aus. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Kayas Lidschatten. Also ich persönlich finde, da gibt es einfach bessere auf dem Markt. Weil ich liebe von Kaya so viel anderes, dass ich einfach sage, die Lidschatten ist jetzt nicht das, wo ich persönlich sagen würde, die würde ich mir kaufen. Und das ist jetzt, glaube ich, Bibs Signature, oder? Okay, da steht einfach kein Name drauf. Bin ich zu blöd, das zu finden? Keine Ahnung, wie die heißt. Aber ich glaube, sie heißt Bibs Signature, oder? Weil das ist ja die Golden Bronze. Achso, da oben steht's. Nein. Da steht's gar nicht. Ich verstehe, ich bin gerade zu blöd, Leute.
Ich finde es nicht, ich finde es nicht. Ja, okay, da steht, weil ich habe jetzt gerade geguckt, bei anderen steht da eben Golden Bronze Palette und hier steht nix. Also ich glaube, es ist die Bibs Signature, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ja, so sieht die Palette auf jeden Fall aus. Find die andere, obwohl ich finde eigentlich beide recht nett, aber es sind halt keine, es sind einfach keine Wow-Momente. Ich bin gespannt, ob Kaya noch mit neuen Lidschatten, nicht nur Single Lidschatten, sondern auch wirklich neue Lidschatten rauskommt. We shall see. Ja, ich bin gespannt. Dann haben wir die After Dark von Make-up Obsession. Die finde ich, sieht auch richtig, richtig cool aus, oder? Spiegelt sich leider sehr gerade. Aber die ist nämlich so dran geklebt, das gebe ich jetzt nicht runter. Aber ich finde die schon cool. Sehr, sehr cool. So ist besser. Cool. Cool, cool, cool. Da sehe ich gleich, da haben wir so eine Kimchi-Palette auch noch. Ich glaube, ich habe ja zwei Kimchi-Paletten, habe ich mir bestellt. Ich weiß gar nicht, gibt es Kimchi eigentlich noch auf Beauty Bay oder ist das schon vorbei? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber von der Brand habe ich jetzt auch schon lange nichts mehr gehört. Dann habe ich, die ist eben Kimchi, ja, Kimchi Two Queens in the Desert. Ups, so sieht die Palette aus. Ich finde, die Palette sieht echt cool aus. Ja, und da haben wir eben einmal die Matten, beziehungsweise, ah ja, genau, die muss man eigentlich so halten, weil das ist einmal, das ist Naomi's World und das ist Kimchi's World. Also ich find sie cool, aber ich war nicht so super überzeugt von der Qualität. Ich finde es wirklich nicht schlecht, aber ich fand es einfach den Preis nicht wert, weil die, ich glaube, die hat, also sie sind nicht super, super teuer, aber sie sind trotzdem zu teuer für die Qualität. Dann haben wir von Natasha Denona die Mini Xenon Palette. Die finde ich richtig cute. Richtig cute. Richtig süß. Und die sind ja auch so süß. Aber Natasha Denona ist natürlich sehr, sehr teuer. Und ich denke mir dann oft, so zahlen wir eigentlich für die Produkte oder für den Namen. So ein bisschen beides, glaube ich. Dann habe ich von BH Cosmetics die 1991 bei Alisa Marie. Die Palette habe ich mir geholt. Und so sieht die aus. Und ich finde sie ja, sehr, sehr, sehr schön. Aber ja, ich habe sie einfach noch nicht benutzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch so ein bisschen vergessen, dass ich sie hatte. Aber jetzt, wo ich sie ansehe, finde ich, sieht sie sehr schön aus. Weil ich glaube, das waren ja alles Duochromes, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ihr die habt, könnt ihr mir gerne da auch wissen lassen, ob ihr die gern habt. Aber das war, glaube ich, eine Limited Edition. Also ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Dann habe ich zwei Backups. Und zwar von Revolution Jack. Die gibt es nämlich gar nicht mehr. Und deshalb habe ich mir da zwei Backups gekauft. Die war damals auch im Sale. Also das war jetzt nicht nur so crazy linear, sondern die war noch im Sale. Und deshalb habe ich mir da zwei Backups gekauft, weil das einfach, das war meine Lieblingspalette. Es ist mittlerweile nicht mehr meine Lieblingspalette, aber ich liebe sie trotzdem. Ich finde, es ist eine tolle Palette. Und deshalb habe ich auch zwei Backups davon. Dann habe ich von Revolution auch noch die Forever Dynamic Allure Palette. Da habe ich auch die große davon. Und die große mag ich auch sehr, sehr, sehr gern. Das sind so Morbid-Töne und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, die letzte Mini Too Faced. Aber vielleicht lüge ich auch. Ich weiß es nicht. Und zwar die Be My Lover. So, wie gesagt, ich mag die Too Faced Paletten sehr, sehr gern. Ich finde die sehr, 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 sehr schön. Und ich mag, ich weiß nicht, ich finde die auch sehr cute. Ja, das ist halt, da gibt es manchmal auch einfach keine Erklärungen dazu. Dann nehme ich mir jetzt dieses große von da hinten, und zwar diese Bratz. Das hat mich geärgert, weil die habe ich regulär gekauft. Und die sind, glaube ich, eine Woche später waren die schon im Sale. Und ich habe sie einfach regulär gekauft. Das war a sad moment in meiner personal shopping history. Aber ich fand die anscheinend so cool oder so. Oder ich war in so einem Shopping-Rausch, ich weiß es nicht, dass ich sie unbedingt haben musste. Ja, aber die gibt es im Sale. Also wenn ihr die haben möchtet, die gibt es im Sale. Ich würde sie auch im Sale empfehlen. Meine ist sogar hier ein bisschen beschädigt gewesen und ich habe Full Price bezahlt. Sehr deprimierend, meine lieben Leute. Aber gut, das ist, it is what it is. Aber ich habe auf jeden Fall dieses Set. Zu einem Bratz Collection habe ich ja eh auch eine Review gemacht.
dann machen wir weiter mit Friends. Auch dieses Set hat Linnea Full Price gekauft. Ich verstehe das nicht, weil ich früher, das ist ja das Blöde, früher, wo ich anscheinend weniger verdient habe, es liegt vielleicht daran, habe ich immer gewartet, weil ich wusste zum Beispiel, dass diese Christmas Sets, die gehen immer in den Sale. Und ich habe einfach nicht gewartet. Ich wollte es einfach sofort haben. Aber ich finde die ist sehr cool. Die habe ich ja jetzt dann, glaube ich, doppelt, weil die habe ich ja doppelt, glaube ich. Aber wir werden es eh dann sehen. Ihr werdet, wenn ihr euch alle Teile anguckt, dann wisst ihr dann, you know the truth of my shopping addiction. Dann haben wir Joey. Aber ich finde die sehr cool. Und ich bin halt auch ein Friends-Fan. Also das war für mich so, ja, da sind dann alle Sicherungen durchgebrannt. Ich weiß es nicht. Dann die Ross, das ist, glaube ich, eine Neutral-Palette. Na, guckt's, wie ich mich aber auskenne. Und, genau. Aber ich finde das Set eigentlich recht cute. Vor allem, wenn man sagt, man kauft das Set und dann schenkt man vielleicht, ein paar einfach her oder so. Also das Set finde ich sehr praktisch. Und wie gesagt, auch dieses Set ist momentan im Sale. Beziehungsweise vielleicht ist es auch schon ausverkauft. Ich meine, so gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Ich bin jetzt kein Revolution-Angestellter, aber ich kenne mich doch recht gut aus, weil ich mich sehr oft auf der Website befinde. Und das ist jetzt dann Rachel. Und das haben wir die. Aber wie gesagt, sehr schöne. Ich finde auch, das sind so praktische Paletten, die man zum Reisen mitnehmen kann. So das Format. Ich mag das Format. Da kann man dann so 3, 4 Paletten auf Reisen mitnehmen und hat dann eigentlich so alles, was man so möchte. Also ich nehme jetzt nie solche Riesenpaletten mit. Also das mache ich nicht. Ich nehme meistens so eher kleinere Paletten mit. Das ist jetzt Monica. Und bei denen sind ja auch noch Glitzertöne. Das waren ja die ersten drei, waren ja Monica, Rachel und Phoebe, die rausgekommen sind. Dann haben wir, oh my God. Das sage ich, schon oft. Ich sage es oft so auf Deutsch auch immer. Oh mein Gott. Und so sieht die aus. Es ist neutral. Aber wie gesagt, ich finde die auch sehr, very, very cute, die Paletten. Aber es sind viele Paletten. Ich merke so, wenn ich das Video filme, wie viel ich habe. Und dann haben wir Pivot. So sieht das aus. Der ist wunderschön. Sieht der nicht toll aus, dieser blaue Schimmerton? Wunderschön. Sehr, sehr, sehr hübsch finde ich das. Dann He's Her Lobster. Ja, wenn ihr keinen Friend schaut, dann wisst ihr die ganzen References nicht. Aber es ist sehr lustig, wenn man das weiß. Und deshalb, glaube ich, konnte ich auch nicht widerstehen, weil ich unbedingt, ja, dieses Set haben wollte. Dann haben wir How you doing? Und so sieht die aus. Und das ist auch die letzte Palette, die sich in diesem Set befunden hat. So, hier haben wir noch etwas Kaleidos. Und zwar ist das die Futurism 4 Sashimi City. So, whoops, so sieht die aus. Auch eine schöne Neutral Palette. Sieht man da mich? Hello, it's me. Hallo. Also auch eine schöne Neutral Palette. Die sind auch sehr, sehr, sehr schwer. Die sehen vielleicht nicht so teuer und hochwertig aus, aber die sind sehr, sehr hochwertig. Also ich habe da immer in Videos, in so Make-up Collection oft so, weil ich liebe es, Make-up Collection Videos zu schauen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich finde das so entspannend. Ich schaue das nämlich immer vorm Schlafen gehen. Also vielleicht tue ich jetzt gerade wen von euch in den Schlaf wiegen. Und so sieht, was ist das jetzt übrigens? Das ist die Kaleidos Futurism Lunar Lavender. Wunderschön. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Aber wie gesagt, die sind wirklich hochwertig. Dann haben wir noch von Revolution. Ich glaube, das war die vom letzten Jahr dann, die Halloween-Paletten, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist jetzt die Forever Flawless Into the Night. Und dann zeige ich euch noch die andere, ist die Forever Flawless Deadly Desire und dann mit dem toten Kopf und so sieht die aus, so eine Morvi Neutral Palette, finde ich aber sehr, sehr, sehr hübsch. Dann haben wir von Beauty Bay die Wilderness Palette, die ist wunderschön. Oh, seht ihr das? Ist die nicht hübsch? So hübsch.
Die finde ich wirklich, wirklich hübsch. Aber wie gesagt, ich finde, Beauty Bay macht wirklich schöne Lidschattenpaletten. Ich finde das ja an und für sich finde ich das, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da so zwiegespalten, weil ich finde halt so, dass eine sozusagen eine Lieferungsfirma oder wie man dazu sagen soll zu Beauty Bay, dass die halt Lidschatten machen oder Make-up halt generell, finde ich irgendwie so, ich weiß nicht, ist an und für sich nicht mein Favorite Ding, weil es gibt so viele Indie-Brands, die das so, ja, die so hart arbeiten und so, aber sie machen halt einfach echt schöne und coole Lidschatten und auch die Color Stories sind richtig cool. Also man kann es einfach nicht, man kann es nicht verleugnen. Die sind einfach wunderschöne Lidschattenpaletten. Ja, sie machen es gut, sonst würde es ihnen niemand kaufen. Wenn sie es nicht toll machen würden, würde es ihnen niemand kaufen, kann ich euch jetzt schon sagen. Also vielleicht so ein paar Leute, aber die meisten gehen nicht, würden nicht extra dann bestellen, wenn es nicht toll ist. Dann haben wir von Glamour diese ganzen Martini bzw. diese Alkoholpaletten. Ups, da muss man aufpassen, dass man da nichts kaputt macht. So, das ist einmal die Neutral Palette, die Chocolate Martini. Die sind wunderschön, aber da werde ich auch nicht. Ich finde das irgendwie so cool, diese Verpackungen, aber die sind da nur zusammengeklebt. Deshalb, man muss da, das ist alles, muss man aufpassen, sonst geht das hier kaputt. Aber ich finde die so cool. Ich finde das schon sehr cool. Die sind so cool, finde ich. Ja, dann haben wir die Wine. So. Das geht dann immer so auseinander. Es geht ein bisschen schwer hier raus, aber das schaffe ich schon. So, mit Gewalt. Ja, mit sehr strenger Gewalt. So. Und dann haben wir eben die Wine-Palette. Das ist so diese lilane. Wunderschön. Wunderschön. Sehr, sehr hübsch. Ich finde das auch cool zum Verschenken. Also wenn man wen kennt, der gern Lidschatten trägt und der vielleicht auch gerne, mit dem man gerne was trinken geht oder so, dann das dem zu schenken, finde ich einfach, ist lustig. Dann haben wir die Margarita Palette. Oh, die ging jetzt aber leicht raus. Das ist diese bunte Palette. Bisschen mehr so Rainbow. Wunderschön. Sehr, sehr, sehr hübsch. Wunderschön. Am Anfang dachte ich ja, dass nur die Wine Palette rausgekommen ist. Und dann sind immer mehr, haben sie jeden Tag so eine neue noch hergezeigt. Das war aber, war ein cooler Moment. Da haben wir jetzt die grüne, die ich so, die Dirty Martini. Wunderschön, gell? Da sagen viele, dass es ein Dupe ist für die liegt eh da, die Blood Money von Jeffree Star Cosmetics. Werde ich euch dann mal zeigen. Aber ja, ich finde die einfach sehr cool. Das sind sehr coole Paletten. Dann machen wir hier noch diese letzten zwei Stäbchen, die sich vor mir befinden. Das sind noch nicht alle. Es kommen noch. Keine Sorge. Wenn ihr dachtet, oh, ist schon vorbei. Nee, nee. Nee, nee, liebe Leute. Da kommen noch ganz viel. Da haben wir von Eye Revolution diese Burger Palette. Die ist auch sehr satisfying. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht gibt sie auch gar nicht mehr. Aber die sind auch cool. Ich finde auch die Color Story recht cool. Ich habe noch einen zweiten Burger, wo der gerade jetzt, weiß ich nicht, aber der kommt dann noch, aber die finde ich sehr cool. Da stehen jetzt überall, das sind so geschlichtete Sachen, aber das, wie gesagt, das ignoriert sie einfach. Da haben wir eben jetzt die Forever Dynamic Ambient Palette. So, die haben auch teilweise so Glitzertöne drinnen, aber ich fand die sehr, sehr schön. Das sind wieder mal Duochromatic Paletten. Und hier haben wir die, ich sage euch gleich den Namen. Und zwar ist das die Ebony. Dann haben wir die Everlasting. Die erinnert mich jetzt ein bisschen, vor allem jetzt, wo wir vorhin diese ganzen Graspaletten, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Chilled und so, erinnert mich jetzt ein bisschen an die. Aber auch dies finde ich eigentlich eine schöne Palette. Dann haben wir hier die Eternal. Genau, die ist mir so ein bisschen, ich weiß nicht, romantisch würde ich dazu sagen. So pink und so neutral. Das ist eine romantische Palette. Dann haben wir auch noch die Serenity Palette. So sieht die aus. Auch eine neutral schöne Palette. Und dann haben wir die, also diese Plastikdinger sind ultra mühsam. Dynasty.
So, das ist so eine schöne Fiery Palette. Sehr cool. Ah, und noch eine haben wir hier. Und zwar ist es die Mesmerized. So. Die ist eben so lila. Sehr cool. Dann haben wir noch vom Beauty Bay. Und zwar ist es die Sunset Horizons. Das ist einer der eher ersteren Paletten, die rausgekommen sind. Ja, die gibt es gar nicht mehr. Und ich habe sie. Und zwar ist es die Book of Magic Palette. Da gab es ja wirklich, da waren viele sehr, sehr traurig. Und das war auch eine der ersten Beauty Bay Paletten, die so richtig, wo die Leute gesagt haben, oh mein Gott, ich will die haben. Die ist wunderschön. Und sie ist auch wunderschön. Also, aber die hat Beauty Bay so ein bisschen die Bekanntheit, glaube ich, geschaffen. Also da, die wurde, glaube ich, auf Trendmood dann gepostet und dann war es dann schon geschehen. Dann waren alle verliebt. Dann haben wir hier von Jeffree Star Cosmetics und Shane Dawson solche Paletten. Einmal ist das diese grüne da. Und die ist, ja, die ist grottenhässlich. Also ich weiß nicht, wie man das schön reden kann. Dieser grüne Ton da, und nee, es passt überhaupt nicht zusammen. Aber der grüne Ton ist, finde ich, sehr hübsch. Aber nee, also ich finde das Packaging sehr cool, aber nein, die kleine Palette ist eigentlich sehr hässlich. Also ich glaube, da waren viele von uns auch sehr, wie man die ganze Documentary, wenn, also ich habe die ja verfolgt und so, und man wollte dann einfach. Und es war halt wirklich der beste Werbespot, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ja, aber hübsch sind die kleinen eigentlich nicht. Also da gibt es schon hübschere. Dann haben wir die Controversy mit einem Dezember-Cupcake oben. Und so, die finde ich aber vom Packaging sehr cool. Also ich finde das schon cool. Das ist schon eine coole Palette. Also vergessen wir, was da alles mal kurz passiert ist. Also ich finde einfach die sehr, sehr, sehr hübsch. Auch innen drin finde ich sie eigentlich sehr hübsch. Und wie gesagt, Jeffree Star Cosmetics, die Qualität und auch das Packaging ist einfach ein Erlebnis für sich. Die Person ist eine andere Geschichte, aber das Make-up, ich mag's. And that's all there is to it. Dann haben wir von Jeffree Star Cosmetics die Blood Money Palette. Ich muss kurz überlegen, so kriegt man die auf. Die habe ich noch nicht so wirklich geöffnet gehabt. Deshalb muss ich da jetzt kurz überlegen. So. Aber auch wunderschönes Packaging. Das erinnert mich halt an so Western-Filme. Also ich finde es schon irgendwie cool. Ist cool gemacht, ja. Es ist, der Mann an sich ist vielleicht sehr fragwürdig, aber kreativmäßig ist er sehr very intelligent. Wunderschön, die Palette auch. Ist natürlich jetzt eine Duochromatic Palette, also ist jetzt eigentlich nichts super Spezielles. Aber ja, es ist cool. Hübsches Packaging. Das Packaging ist immer on point. Dann haben wir von Friends, das war glaube ich die Original. Also es sind ja 4 oder 5 Collections schon mit Friends und Revolution rausgekommen. Und das war einer der ersten, in den ersten Gängen, glaube ich. So ist es Revolution, ja. Revolution, die hat keinen wirklichen Namen. Diese große Forever Flawless Revolution X Friends Palette. Ja, finde ich nicht schlecht. Aber ich finde eigentlich an und für sich die zum Kleben cooler. Aber natürlich, ich als Schauspielerin mit so einem, ja, ich weiß nicht einmal, wie das heißt. Die tolle Schauspielerin bin ich. Ja, ich habe sowas schon in meiner Hand gehalten. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Wie heißt es, dieses Clip-Ding? Und dann sagen sie immer, take one. Ja, sorry. Ich bin eine schlechte Schauspielerin, ich sehe schon ein. Dann haben wir von Morphe und Jaclyn Hill. Die zweite Palette finde ich wunderschön. Ich finde, die hat Wumms, die ist richtig cool. Die erste ist einfach ein bisschen 2000, ja, was ist es denn? 2000, wann ist die rausgekommen? 16? Nee, wann ist die rausgekommen? 17? Ich weiß gerade nicht. Aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr up to date. Also die ist einfach, finde ich, viel, viel cooler. So, und dann haben wir hier auch noch die Carnival 3. Die finde ich auch, ist eine richtig coole Palette. So sieht die aus. Richtig bunte, schöne Looks kann man damit schminken. Die von Be Perfect, das sind auch, finde ich, richtig tolle Paletten. Die Qualität stimmt, die Color Story stimmt. Das Einzige, was ich kritisieren würde, ist, dass sie riesengroß sind. Also, die sind riesig. Die sind halt so wie die Morphe-Paletten. Also, die sind einfach sehr, sehr, sehr groß. Aber sonst sind sie wirklich cool.
So, und zwar, wir machen gleich weiter. Und zwar haben wir hier von Jeffree Star die Beauty Killer Palette. Die, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Es gibt jetzt die zweite, die habe ich mir noch nicht geholt. Werde ich wahrscheinlich irgendwann machen. Vermutlich im Sale, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die im Sale kommt. Ich wollte dazu zwar eine Review machen, aber dann ging mein Bank-Ding ging nicht, weil, keine Ahnung, die hatten irgend so ein Update gemacht und da konnte man keine Online-Bestellungen mehr machen. Dann haben wir auch noch von Jeffree Star Cosmetics die Androgyny-Palette. Ich finde die sehr, sehr, sehr hübsch. Also die gefällt mir sehr, sehr gut. Das sind natürlich riesen Pfändchen, also die aufzubrauchen. Die sind zwar in meinem aufgebraucht, alle, die ich euch jetzt dann zeige, sind in meinem Project, dass ich es aufbrauchen möchte. Wie das wird, ich bin auch selber sehr gespannt. Dann haben wir von Jeffree Star die Blue Blood Palette. Ja, die gefällt dir auch. Die ist schön, gell? Und so sieht die aus. Die finde ich sehr, sehr schön. Ja, war auch ein iconic Moment. Ich finde sie auch persönlich sehr, sehr, sehr hübsch. Ja, und auch natürlich, sie ist riesengroß. Also es ist wie eine Box. Aber sie ist wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Dann haben wir von Jeffree Star auch noch die Blood Sugar natürlich. Die Palette, die, weiß ich nicht, die hat so sehr, sehr viel ausgelöst und war auch ein Riesenerfolg. Und so sieht die von innen aus. Sie ist wunderschön. Ja, also ich finde sie sehr, sehr schön. Es ist aber eigentlich ziemlich viel Neutrals. Also wir haben ja die ganze Reihe Neutrals und dann eben so Pink und Rot. Aber sie ist sehr, sehr, sehr hübsch, ja. Und die ist ja auch in meinem aufgebaut. Also ich bin gespannt, wie viel ich sie benutzen werde und so. Also sehr, sehr spannend. So. Und zwar habe ich auch noch von Jeffree Star die Thirsty Palette. Ich finde die sehr, sehr hübsch. Das ist so eine richtige Sommerpalette. Schreit für mich wirklich Sommer. Ist wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Der Macho ist auf Spielmodus. Und er hat schon was gefunden. Dann habe ich auch noch von Juvia's Place die Masquerade by Juvia's. Die ist, finde ich, auch sehr, sehr schön. Aber auch eine riesen Palette. Ist riesig, riesig groß. Aber ich freue mich auch, diese zu benutzen. Wie gesagt, die sind ja in meinem aufgebraucht. Und dann The Magic by Juvia's. Auch die, aber riesig. Die sind halt sehr, sehr groß. Aber auch sehr, sehr cool. Dann habe ich hier noch einen Stapel. Und zwar, ich habe mir sehr viel vorgenommen in meinem aufgebraucht übrigens. Aber ich habe da auch erwähnt, dass ich die nicht alle aufbrauchen möchte, sondern auch einfach nur ein bisschen benutzen und ihnen Liebe schenken und so. Das ist die Glam Reflection in Gilded. Ich finde die sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir bei BH Cosmetics die Weekend Festival. Ich finde die auch sehr, sehr, sehr hübsch. Die war auch ein riesen, riesen Erfolg. Und dann habe ich von Violet Boss die Hashtag Palette. Ich finde die auch extremst schön. Also ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Und dann eben auch noch von Violet Boss die Flamingo Palette. Auch die ist sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich vielleicht stört, ist dieser Schwarzton. Ich finde, es wird viel schöner ohne Schwarz. Ich verstehe natürlich, zum Vertiefen ist das sehr praktisch, ein Schwarz zu haben. Aber so finde ich sie persönlich ein bisschen hübscher. Das Schwarz zerstört so ein bisschen dieser Pastell-Sommer-Moment. Dann habe ich hier noch einen Stapel. Und da sind ja auch ein paar Paletten, beziehungsweise zwei Paletten da auch dabei, die ich letztes Jahr meinem aufgebracht hatte. Und zwar ist es hier zum Beispiel von Urban Decay die, ich weiß nicht mehr, die Honey-Ding. Und das ist sehr satisfying. Seht ihr, wie viel ich die benutzt habe? Aber die ist richtig, also Urban Decay, die Formulierungen sind sehr, sehr kompakt. Also da hast du sehr, sehr lange was davon. Dann habe ich von The Balm Foiled Again. Und auch die ist eine richtig schöne benutzte Palette. Ich finde, so sollen Lidschattenpaletten ausschauen. Das macht mir dann Spaß, wenn sie so benutzt und Liebe einfach bekommen haben. Und das ist von Revolution die Cami Make Magic Palette. Auch die bin ich sehr, sehr gespannt. Die habe ich aber... Es sind da übrigens auch ein paar Paletten dabei in meinem aufgebraucht, die ich euch nicht zeigen werde, weil ich da schon ein bisschen Fortschritt gemacht habe. Das heißt, die werde ich euch nicht zeigen. Aber natürlich die, wo jetzt nicht so extremst viel passiert ist, kann ich euch zeigen. Und zwar ist das von Revolution die Night and Day. Da habe ich, aber ich will nicht alles spoilern. Dann haben wir Truth and Dare Revolution. Und übrigens, ich mache ja wieder dann, wenn Halbzeit ist, das heißt, wann ist Halbzeit? Im Juni. Juni sind 6 Monate, gell? Ja, im Juni sind 6 Monate. Das ist von Revolution die Now That's What I Call Makeup 80s Palette. Und dann haben wir die 90s Palette. Und
genau, da werde ich euch dann updaten, wie es so läuft. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden, kann ich jetzt schon spoilern. Also ich bin echt zufrieden mit den Fortschritten, die ich momentan gemacht habe. Das ist von Revolution die Precious Stone Ruby Palette. Dann haben wir noch eine von diesen Glam Reflection. Und zwar ist es die L'Amour bei BH Cosmetics. So sieht die aus. Ist nicht persönlich meine Favorite Color Story, aber ich möchte sie vielleicht so ein-, zweimal benutzen. Dann bin ich schon zufrieden. Also es muss jetzt keine Palette sein, wo ich irgendwie Hit the Pan oder sowas erreiche. Das ist von BH Cosmetics die Royal Affair. Die finde ich auch sehr, sehr hübsch. Und dann haben wir von Too Faced die Just Peachy Mattes. Die ist auch eine sehr, sehr hübsche Palette. Ja, die war auch sehr, sehr, sehr lange, glaube ich, ein Riesenerfolg. Noch Paletten, die von mir sehr, sehr viel Liebe bekommen haben. Und zwar, die ist so, so dreckig. Die ist jetzt nicht sehr schön, aber die fand ich so toll. Die habe ich geliebt. Das ist von Viseart die Soleil Palette. Aber wie ihr sehen könnt, da habe ich extremst viel habe ich die benutzt. Es ist eigentlich, ich weiß nicht mehr ganz, welche von den alten eigentlich in meinem Project Pan sind. Aber ich würde gerne dieses Jahr dann halt komplett aufbrauchen und dann auch entsorgen, weil sie einfach, ja, weil es einfach an der Zeit wäre. Da ist jetzt wirklich nicht mehr viel drinnen. Und ich habe so gerne Looks mit ihr geschminkt. Das war wirklich eine sehr, sehr tolle Palette. Dann habe ich von PS Chocolate, von PS, wer heißt das noch? PS, ja, von PS Make-up, von Primark, die Make-up Brand, die Chocolate Palette. Und ja, da, die war auch in meinem Project Pan und da habe ich auch sehr, sehr viel Fortschritt gemacht. Auch das ist eine wunderschöne Palette. Und die hat eben nur 4 Euro hat die nur gekostet und die ist wirklich wunderschön. Es ist eine wunderschöne Palette, also ich verstehe nicht ganz, wie die so schön sein kann und doch so billig, also... Und die riecht auch noch so ein bisschen nach Schokolade, die ist ganz, ganz toll. Dann haben wir von W7 die Blazem Palette. Das ist ein Dupe für die Naked Heat von Urban Decay. Ich finde, ja, finde ich okay. Es ist sehr cheap. Ich habe das doch schon länger, dass ich die gekauft habe. Also die ist auch in meinem Project Pan, aber gucken wir mal, wie viel da passieren wird. Dann haben wir von Revolution die... Flawless 4 Palette und die war ja auch in meinem aufgebraucht. Da habe ich ein bisschen Fortschritt gemacht, aber jetzt nichts wirklich Erwähnenswertes. Die Pärchen sind eigentlich sehr, sehr klein, aber das ist eine sehr pigmentierte Formulierung und ich muss dazu sagen, ja, ich bin noch gespannt, ob ich dieses Jahr dann noch irgendwas erreichen werde. Dann haben wir von Revolution die Iconic Division, da habe ich euch ja gesagt, die habe ich doppelt und so sieht die doppelt aus. Completely destroyed. Also die sind aber auch riesengroß, diese Pfännchen. Also ich kann euch sagen, da habt ihr so lange was davon. Also ich finde die aber sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie viele Looks ich schon mit dieser Palette geschminkt habe. Also so, so, so viele. Und ja, ich finde sie sehr, sehr cool. Aber ich werde sie auch noch dabei behalten. Ich weiß nicht, ob ich die jemals wirklich ganz aufbrauchen werde. Ich werde sie auf jeden Fall vielleicht zu meiner Halloween-Make-up, also Lidschatten-Collection geben, dass ich sie da vielleicht auch integriere, muss ich gucken. Das ist die Chocolate-Palette, die ist leider in 2. Und auch da habe ich ja einen riesig viel aufgebraucht. Also wie ihr sehen könnt, da habe ich wirklich sehr, sehr viel aufgebraucht. Aber auch die fand ich sehr, sehr nett für... wie ich in die Arbeit gegangen bin, habe ich die sehr, sehr oft benutzt. Das waren so Everyday-Looks. Also ja, das hat Spaß gemacht, mit der Looks zu schminken. Aber sie ist momentan, brauche ich eine Pause von ihr, weil ich sie so viel benutzt habe. Das heißt, jetzt mache ich mal eine Pause. Aber ich werde sie nicht wegschmeißen oder so. Aber also wenn ich sie in 2 Jahren noch immer nicht benutzt habe, dann werde ich sie entsorgen. Aber sonst werde ich sie jetzt schon noch behalten, weil ich denke schon, dass ich da auch noch Looks mit ihr schminken kann. Aber ja... Dann erst, wenn es so Zeit ist. Die kommt definitiv in meine Halloween-Collection. Und zwar ist es die Brave Spirit von Revolution. Und ich weiß nicht, ich bin nie wirklich warm mit der Palette geworden. Die war ja auch in meinem Aufgebraucht. 2020 war das ja dann, oder? Ja, nein, 2021 war das dann. Also ich bin einfach nie wirklich warm geworden mit der Palette. Und ja, ich finde, also irgendwie war das nicht so meine Favorite Palette. Dann haben wir die W7 Delicious. Das ist ein Dupe für die Modern Renaissance. Die habe ich ein paar Mal benutzt, aber auch nicht so viel. Ich weiß gar nicht warum, aber einfach, die hätte ich wahrscheinlich nicht die gehabt. Hätte ich wahrscheinlich die für so Arbeitslooks, einfach so Basic Arbeitslooks benutzt. Aber habe ich dann einfach nicht gemacht. Ich habe dann die Chocolate einfach benutzt. Aber das ist auch, finde ich, so eine schöne Basic Palette.
generell die Modern Renaissance, aber es ist halt überhaupt nichts Besonderes. Dann haben wir von Revolution die Shook, die ist ja ein Riesentrumpf. Da haben wir auch einen komplett aufgebraucht und einen Hit the Pan. Da hätte ich gedacht persönlich, dass ich viel mehr aufbrauchen würde, weil die so klein sind, die Lidschatten. Aber ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber die sind ziemlich tief. Da seht ihr es vielleicht. Die sind recht tief, das heißt, man braucht dann doch ziemlich lang. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ah, fünfmal benutze ich den und dann ist der weg. Nee, so schnell ging das nicht. Aber es ist eine recht süße Palette, aber es ist jetzt auch nichts super Besondermäßiges. Eine Palette, die ich ganz, ganz sehr liebe. Und zwar ist es von Morphe, die sehr, sehr dreckig ist, sehe ich gerade. Die 35T, die war ja auch in meinem aufgebraucht letztes Jahr. Und auch hier habe ich eigentlich recht viel aufgebraucht. Ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Ich habe die zu meiner Studentenfeier habe ich die getragen. Habe ich den Ton und dann eben die Matten halt getragen. Und ich weiß nicht, die ist irgendwie special für mich. Aber ich würde sie trotzdem gern aufbrauchen, weil sie das auch verdient hat. Das ist eine schöne Palette, so Morbi-Töne. Aber für mich definitiv mehr eine kalte Jahreszeit-Palette. Also im Sommer kann ich eher wenig mit der Palette machen. Dann, die ist noch immer dabei, und zwar ist es die Revolution der Emily Edit The Wands Palette. Und es ist eine wunderschöne Palette, wie ihr seht, sie ist komplett kaputt. Ja, sie ist wunderschön, aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie, ich möchte sie jetzt halt auch nicht mehr benutzen. Beziehungsweise, wenn ich sie jetzt ansehe, könnte ich mir sogar denken, sie wieder mal zu benutzen. Aber am Anfang habe ich die so, so viel benutzt, dass ich dann einfach keine Lust mehr hatte, sie zu benutzen, weil ich sie schon so oft benutzt hatte. Aber es ist eine wunderschöne Palette. Ich mag sie sehr, sehr gern. Da gab es ja ganz, ganz viele Controversies über diese Palette. Ich fand sie aber sehr, sehr positiv und mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt kommen wir noch zu Paletten, die noch alle sehr, sehr fresh in meiner Collection sind. Von total zerstörten Paletten zu eigentlich neuen Paletten. Und zwar habe ich von Revolution die Brads in Jade. Da ist noch überall das Plastik oben, das lasse ich jetzt auch oben. Die finde ich aber eigentlich recht cool. Ich muss ja dazu sagen, ich warte ja noch auf eine Barbie Collection von Revolution. Weil ich meine, Revolution hat jetzt schon so, so viele Collections und sie kommen ja auch permanent mit Sachen raus, dass ich mir denke, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sie Barbie dann auch mal machen. Das ist die Jasmine Bratz Palette. Auch die finde ich, ich finde die recht cute, ich fand die irgendwie lustig. Es war halt so für mich so ein Ersatz von Barbie, aber ich war definitiv, ich war ein Barbie-Kind. Also Bratz, ich hatte glaube ich 3 oder 4 so Bratz Puppen, aber jetzt, das war nicht so, da war ich jetzt nicht so ein Riesenfan. Ich fand sie cool und habe auch mit ihnen gespielt, aber ich persönlich war definitiv Team Barbie. Dann haben wir hier die Chloe Palette, mehr so Blue Tones, auch recht nett. Ja, aber wie gesagt, gucken wir mal. Wir hoffen einfach, dass Revolution mit ein paar, mit einer Barbie Collection rauskommt. Und die letzte ist Sasha. Die ist mehr so, finde ich auch eigentlich recht cool. Ich weiß eigentlich nicht, ob das Highlighter sein sollen, aber ja, so jetzt sehe ich da. Aber ich finde auch das Format recht cool. Ist mal was anderes als immer dieses viereckige oder manchmal auch runde. Haben wir runde Paletten? Selten, gell? Weil es ist so eine unpraktische Form. Dann haben wir von Revolution die Patricia Bright Palette. Und ich habe mir ja gedacht, weil ich habe ja vorhin die andere Patricia Palette gehabt und das ist jetzt die in Color, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ich muss ja dazu sagen, die ist schon sehr cool. Also ich finde die sehr, sehr cool. Ist eine richtig schöne Palette. Ja, kann man definitiv machen. Ist eine wirklich schöne Palette. Ich finde auch das Packaging, dieses Schwarz-Gold, normalerweise mag ich das nicht, aber hier irgendwie passt. Ich weiß nicht warum. Ich finde das nämlich auch mit den Farben irgendwie cool. Keine Ahnung. Manchmal muss man auch nicht meine Logik verstehen. Dann haben wir hier von Mitchell und zwar einmal die Klaus Palette, oder? Heißt die so? Ich glaube, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber die sind auch sehr, sehr, sehr schön. Ich finde das auch irgendwie cool, dass die in so Taschen kommen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich diese Taschen benutzen kann. Aber ich habe mir gedacht, zum Fliegen könnte man da auch einfach seine Lidschattenpaletten reingeben. Weil ich fliege ja doch recht oft. Und so sieht die Palette aus. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Wunderschöne Palette. Ja, sehr schön. So, das ist die andere Palette. Und auch die finde ich sehr, sehr cool. Es ist natürlich immer bei solchen Paletten, das finde ich ein bisschen schade, dadurch, dass der Hintergrund so
im Vordergrund steht eigentlich, muss man immer so denken, okay, was sind da jetzt eigentlich für Farben drin und so. Also das finde ich ein bisschen schade. Manchmal finde ich einfach so schlichte Hintergründe einfach schöner, weil die Lidschatten dann mehr in den Vordergrund gestellt werden. So, meine Lieben, jetzt ist dieser Part vorbei und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwie jetzt ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu sehen. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!